Herr Engelmann? Ja? Blank, LKA München. Ich komme wegen Ihres Vaters. Mein herzliches Beileid. Was wollen Sie? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Guten Tag, ich bin Jerome Fabio, Meister vom Stuhl. Ulrich Kalf, ich komme aus Rom. Sind Sie auf der Durchreise oder gedenken Sie länger hier zu bleiben? Keins von beidem. Also haben Sie den Weg gezielt zu uns gefunden? Das wäre eine dritte Möglichkeit, aber nicht die letzte. Letzten Endes ist es ja auch nicht wichtig, was Sie hier geführt hat. Ich würde es Ihnen trotzdem gerne sagen. Du bist herzlich willkommen, Bruder. Ich war ein Freund von Georg. Ich bin wegen der Beerdigung hier. Das kann noch ein paar Tage dauern. Die Leiche wurde noch nicht freigegeben. Komm mit in den Tempel. Mein Vater und ich hatten Probleme miteinander. Immer schon. Das ist kein Geheimnis. Aber als er mit Ursula Falk zusammengekommen ist, dann hat es richtig gekracht zwischen uns. Es war so offensichtlich, was da abgegangen ist. Was genau meinen Sie? Ach, die hat es doch nur auf sein Geld abgesehen. Und jetzt hat sie ihr Ziel erreicht. Steht in seinem Testament, obwohl sich die beiden gerade mal ein paar Monate gekannt haben. Warum hatten Sie und Ihr Vater Probleme? Als Freimaurer wollte mein Vater an einer besseren Welt bauen. Aber seinem eigenen Sohn gegenüber war noch nicht mal in der Lage, ein bisschen Respekt zu zeigen. Von Anerkennung will ich gar nicht sprechen. Und Sie sind kein Freimaurer? Nein, um Gottes Willen. Ist doch alles verlogen, diese ganze Scheiße. Im Kalender Ihres Vaters steht Ihr Name. Das heißt, Sie haben sich erst vor ein paar Tagen gesehen, ne? Ja, er war hier. Er wollte was wissen. Im Übrigen das erste Mal, dass er sich für mein Fach interessiert hat. Und worum ging es in Ihrem Gespräch? Mein Vater wollte wissen, ob es den Paranussbaum vor ein paar hundert Jahren auch in Asien oder in Afrika gegeben haben könnte. Aber dem ist nicht so. Die Paranuss gibt es ausschließlich in Südamerika. Warum hat sich Ihr Vater plötzlich für Botanik interessiert? Ich weiß es nicht. Aber es hatte wohl irgendwas mit seiner Freimaurerei zu tun. Als ich ihm vom Paranuss-Effekt erzählt habe, meinte er, die Wahrheit findet immer den Weg nach oben. Erklären Sie mir bitte genau, was Sie ihm erklärt haben? Schüttelt man zum Beispiel ein Müsli, sortiert sich der Inhalt immer nach der Größe. Die Rosinen, die kleinen, die wandern nach unten, die großen Nüsse nach oben. Die Wahrheit findet immer den Weg nach oben, das hat er gesagt? So in der Art. Die Initiation findet morgen wie geplant statt. Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ich hier bin. Der Schlussstein. Georg hat aus der Kirche St. Peter den Schlussstein entfernt und in Sicherheit gebracht. In Sicherheit? Was meinst du damit? Er rief mich an. Am Tag vor seinem Tod. Er war ganz außer sich. Er sagte, er sei auf eine Sensation gestoßen. Was denn für eine Sensation? Wie soll der Stein denn ausgesehen haben? Ich hatte gehofft, du könntest mir mehr darüber sagen? Nein. Ich frage mich nur, warum er dir davon erzählt hat und mir nicht. Ich würde mich umhören. Du bist herzlich eingeladen, morgen an der Initiation teilzunehmen. Ich weiß aus
sicherer Quelle, dass an die 15 Personen im Logenhaus waren. Ja, unmöglich. Es sind nur Leute reingegangen oder rausgekommen, die wir bereits kennen. Hallo? 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 Oh nein, dieses Scheißding. Chris, also mein Freund aus dem Chat, sagt, dass ein Geheimbund vor 300 Jahren den amerikanischen Präsidenten ausgetauscht hat. Waren das die Freimaurer? Nein, niemand hat den amerikanischen Präsidenten ausgetauscht. Und du sollst nicht alles glauben, was im Netz steht. Woher wollen Sie wissen, dass das nicht stimmt? Weißt du, wir im Vatikan, wir sammeln alle Geheimnisse der Menschheitsgeschichte. Und wenn es so wäre, dann wüsste ich es. Aber sag mal, chattest du immer noch den ganzen Tag mit diesem Chris? Gute Nacht. Sorgen machen? Wegen dem Chris? Glaube ich nicht. Also entweder haben sich ihre Freimaurer nach der Versammlung in Luft aufgelöst, oder diese Villa hat einen geheimen Ausgang. Ja, ist gut möglich, dass sie nicht durch die Vordertür ein- und ausgehen. Ich werde noch mal hinfahren und mich genau umsehen. Haben Sie irgendwas in Erfahrung bringen können? Dieser Anwalt, Jerome Fabio, das sitzt der Meister vom Stuhl. Aber mir gegenüber hat er gesagt, dass er noch nie was von dem Schlussstein gehört hat. Naja, vielleicht sagt er ja mal die Wahrheit und dieser Stein hat gar nichts mit dem Mord zu tun. Ursula Falk erbt Engelmanns Vermögen. Jerome Fabio ist vermutlich in die Frau verliebt. Engelmanns Sohn hat seinen Vater gehasst. Ja, und dann gibt es noch ein Geheimnis um einen Paranussbaum. Paranuss? Engelmann hat sich bei seinem Sohn, der Biologe ist, über diese Pflanze informiert. Sie wächst ausschließlich in Südamerika und ist seit Christoph Kolumbus bei uns in Europa bekannt. Was ist? Dieser Schlussstein, der wurde 1392 eingesetzt. Das ist 100 Jahre vor Kolumbus. Wenn der Schlussstein die Form einer Nuss hatte, könnte das ein Indiz sein, dass jemand vorher in Amerika war. Ja, die Wikinger zum Beispiel. Ja, oder die Templer. Die Templer? Was haben die denn jetzt damit zu tun? Die Templer waren ein Ritterorden, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts brutal verfolgt worden. Sie galten damals als Ketzer. Die katholische Kirche hat die geheimen Akten der Templer erst vor wenigen Jahren geöffnet und den Orden rehabilitiert. Haben die Templer mit den Freimaurern zu tun? Nun, die Freimaurer sehen sich als die legitimen Nachfolger der Templer. Nach dem Tod von Jacques de Molay, das ist der letzte Großmeister, flüchteten sich die wenigen Überlebenden in die Bauhütten der großen Kathedralen. Und aus diesen Bauhütten gingen später die Freimaurer hervor? Richtig. Allerdings fühlten sie sich noch verfolgt und manche flohen weiter nach Schottland, andere noch weiter bis nach Amerika. Die Santa Maria, das Schiff von Christoph Kolumb, hatte ein Templerkreuzer auf dem Segel, was natürlich die Legende nährte, dass die Templer vorher Amerika entdeckt hat, auf Kolumbus Reise quasi von ihnen initiiert. Würde ja die gesamte Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen. Es handelt sich ja auch nur um eine Legende, ohne historische Fakten. Abschlussstein, der wie eine Paranuss aussieht, seit 700 Jahren auf Kirchendecke hängt, könnte diese Legende untermalen, richtig? Das ist richtig. Für einen Freimaurer so ein Stein sicherlich eine äußerst wertvolle Reliquie. Also wenn das Motiv Haupt war, dann muss der Täter die Bedeutung des Steins gekannt haben, also ein Freimaurer sein. Ja, ich vermute, Georg Engelmann hat einem seiner Brüder richtet. Oder einem nahestehenden Verwandten. Knöpfen Sie sich bitte diesen Anwalt Jerome Fabio vor. Ich gehe zu Ursula Falk. Guten Tag, Frau Falk. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Ist gerade ungünstig. Ja, ich weiß, Sie treten heute der Loge bei, aber bis dahin sind es ja noch ein paar Stunden. Ne? Danke. Peter Engelmann hat Ihnen unterstellt, Sie hätten seinen Vater nur wegen des Geldes heiraten wollen. Sie waren gerade mal ein paar Monate mit ihm zusammen, stimmt das? Ja. Und? Manchmal verbringt man Jahre mit einem Mann, bevor man merkt, dass er der Falsche ist. So wie mit Josef Granziger. Mit Georg und mir, das war was völlig anderes. Liebe auf den ersten Blick. Glauben Sie daran? Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Wenn Sie Georg Engelmann geliebt haben, muss es für Sie doch das Wichtigste sein, dass wir seinen Mörder finden. Es muss ein Freimaurer gewesen sein. Wieso sind Sie sich da so sicher? Ihr Verlobter hat eine Entdeckung gemacht, die nur für einen Freimaurer von Bedeutung ist. Wissen Sie etwas über einen Schlussstein? Schlussstein? Nein. Georg hätte erst mit mir über solche Dinge gesprochen, wenn ich der Loge beigetreten wäre. Und Sie sind sicher, dass Sie in diesen Kreis eintreten wollen? Du bist sehr früh, es ist noch niemand da. Ja, ich bin mit dem Meister vom Stuhl verabredet. Er wird sicher gleich kommen, ich warte so lange hier. Ich bin im Tempel.